Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Dinosaurier-Spiel auf Steam, nämlich Reptiles in Hand. Das Ganze kostet aktuell 6,96 €, ist 15% reduziert, Normalpreis ist glaube ich 8 €, und wir spielen da glaube ich so einen Ureinwohner, Eingeborenen, und der muss sich halt gegen die Dinosaurier durchkämpfen und sowas. Aber werden wir gleich hoffentlich alles erfahren. Wir sehen hier auf jeden Fall schon kleine Pteranodons rumfliegen und ein Spino im Wasser. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Wenn das Spiel cool sein sollte, werde ich auch die ganze Story mit euch durchspielen gemeinsam. Das wird jetzt aber erstmal die erste Folge so ein bisschen anzocken. Überspringen mal hier den Ladebildschirm. Und dann geht's schon los. Look, another footprint in the mud. Fresh. He goes that way. How did this fatty manage to slip under that fallen tree? There, I see him. Look, Dad. Look. It's Triceratops. Weird. What? Come on, Dad. We should bring home something bigger than this little compies. Okay. Also das scheint hier alles noch ein bisschen verbuggt zu sein. Aber jetzt funktioniert's. Und es sieht echt cool aus, muss ich sagen. Hat einen coolen Grafikstil und sieht nicht schlecht aus. Okay, ich kann jetzt auf jeden Fall laufen. Dann schauen wir doch mal. Also diese Dialoge und so waren halt hart verbuggt gerade. Die waren teilweise abgebrochen. Und das sah ganz komisch aus. So, bücken kann ich mich mit... Okay. Ganz normal, so wie jedes Spiel eigentlich. STRG. Oh, Triceratops. Muss ich den verfolgen? Wahrscheinlich schon. Wir sollen ja irgendwie was jagen für unseren Stamm oder Familie. Könnte auch so eine Gans mal erschießen, geht das? Oder was ist das hier für Vogel? Gott, das kriege ich ja niemals hin. Habe ich getroffen? Ich habe getroffen. Nice. Aber die haben auch alle eine Lebensanzeige anscheinend. Ich habe keinen Plan, wo der hin abgestürzt ist. Okay, den kann ich irgendwie nicht abschießen. Komisch. Egal, wir gehen weiter. Was haben wir denn hier? Einmal Abfall hinzugefügt. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier erkunden sollte oder nicht. Hier ist ein Zaun, da können wir nicht weiter. Nee, ich denke mal, wir sollen hier weitergehen. Oh, ein Kompi. Mehrere Kompis. Hä, was geht dir jetzt ab? Ganz viele Hashtags? Ja, danke für den Tipp. Hä, was ist denn hier los, ey? Okay, der erste Kampf, so wie es aussieht. Ich habe ihn erwischt. Den auch. Oh Gott. Was steht denn da? Die Schrift ist voll da drüber. Ich glaube, ich muss das Spiel gleich auf Englisch stellen, Leute. Habe ich auch eine Nahkampfwaffe irgendwie? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ah, jetzt habe ich eine Nahkampfwaffe. Okay, das ist ja seltsam. Ich stelle mal ganz kurz das Spiel auf Englisch, weil das ist ja übelst verbuggt mit den Anzeigen da. Ist auf jeden Fall schon mal nicht so der beste Ersteindruck, muss ich sagen, dass das so verbuggt ist. So, Sprache. Machen wir mal auf Englisch. Sorry, wenn jetzt alles auf Englisch ist, aber wenn dann ständig die Texte da so falsch sind. Hey, jetzt sind die Texte richtig. Und auf Deutsch. What? So, den kann ich jetzt auch noch häuten. Habe jetzt auch irgendwelche Ressourcen, glaube ich, gesammelt. Ich habe aber nicht verstanden, wie ich jetzt die Waffe gewechselt habe. Ich glaube, wir müssen da vorne hin. Wir sind jetzt der Dad, oder? Und das ist unser Sohn? Habe ich das richtig verstanden?
I see him. We have to sneak closer. Okay, wir müssen uns anschleichen. I will do that. I have to shoot at a very precise angle. What the hell? Oha, wir werden angegriffen. What is that? Oh my god! Reptilians! Keep your distance, Arik. Humans! Dad! Stay back, Arik! You will die, Hunter! This is not your fault! We just need your son! Do not play with this rat. Just take the boy. Oh, Ernest, this pathetic human. No! Run, Arik! Okay, der Sohnemann flieht. Wir müssen jetzt kämpfen, oder was? Nee. Oha. Der schmeißt uns da runter. Alles klar. Also die wollen unseren Sohn zu so einem Reptilienmenschen machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich muss sagen, die Zwischenfrequenzen waren schon hart an der Grenze. Die waren schon sehr trashig. No. Arik. He's not ready. I hope they didn't catch him. I have to find him. I'm lucky that I fell into the river. The current brought me here. Kein Problem. Er steht einfach und ihm geht's gut. Obwohl er da angeritzt wurde von so einem Speer. Aber schön, dass der hinten direkt so ein Rex oder was das ist, frisst. Oha. Okay. Wir müssen aber unseren Sohn finden, ist unser Ziel. Ah ne, oben steht erstmal, wir sollen eine Heilpflanze finden. Na gut, schauen wir mal. Stein nehmen wir mal mit. Okay, wir sollen eine Heilpflanze finden, um unsere Wunden zu heilen. Ich will eigentlich zu dem Rex hin. Ich habe richtig Lust, zu gucken, was passiert. Meint ihr, der geht auf uns los? Okay, wir müssen leise bleiben. I have to be careful. I have no chance with him. Oha. Hat er uns gesehen? Nee, der haut ab. Okay. Jo, der springt da hoch. Alles klar, ey. Oh, einfach ein toter Parasaurolophus. Sehr, sehr traurig. Na, so ist das Leben, ne? So, der Rex jumpt da hoch. Die Musik ist aber sehr schön. Und ich finde den Grafikstil auch ganz cool von dem Spiel. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir eine Heilpflanze finden. Kann ja nicht so schwer sein, die muss ja irgendwo zu finden sein. Schauen doch mal hier in diese Richtung. Aber da oben war noch was. Oh, ist das die Heilpflanze? Ne, das sind Federn. Ah, das ist ein Nest. Sehr gut. Die können wir bestimmt für Pfeile und sowas brauchen, die Federn. Das finde ich aber interessant. Also das Spiel wird wahrscheinlich dann auch so ein Crafting-System haben. Oh, was ist das? Ah, ein Dinosaurier-Origami haben wir gefunden. Das ist irgendein Collectible-Item. Dann müssen wir 10 Stück finden in der Welt. Erstmal alles erkunden hier. Hier ist eine Truhe. Kommen wir da... Ja, da kommen wir ran. Oh, was haben wir denn da? Ah, einmal Öl. Da bin ich ja auch mal gespannt, wofür wir das brauchen. Ah, ich habe jetzt rausgefunden, wie ich die Waffe wechsle, wenn ich das Mausrad reinklicke. Aber ich habe gar keine Pfeile mehr. Das heißt, wir müssen im Nahkampf kämpfen. Geht nicht anders. Oha, warum ist hier so eine Ampel? Was ist das für eine weirde Welt? Ein Stock.
Ne, 3 Stöcker sogar. Die brauchen wir bestimmt auch für Pfeile, ne? Und noch mehr Kisten. Da haben wir Öl. Noch mehr Öl. Und noch mehr Öl. Sehr schön. Gehen wir hier noch weiter? Ne, ich glaube, das ist nicht gewollt. So, gehen wir hier mal durch. Dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Mal duschen. Okay, vielleicht hätte man ja auch trinken können. Kann man ja nicht wissen. Jetzt habe ich wieder die Wahl links und rechts, aber ich nehme erstmal Bananen mit. Ich nehme alles mit, was ich finden kann. Gehe ich mal hier hoch. Oh, da sind wieder irgendwelche Sachen. Ah, Kokosnüsse. Sehr schön. Okay, die Drohne, damit kann man Sachen finden und Loot finden und sowas steht da. Ich lasse die mal frei. Ah, und jetzt sehe ich da oben in der Leiste Fragezeichen Sachen. Und da sehe ich auch Sachen angezeigt. Ah, sehr praktisch. Das heißt, wenn ich mal was nicht finde, kann ich einfach die Drohne werfen und die hilft mir dann. Die deckt die Sachen dann alle so in Orange auf, die ich collecten kann. Oh, ein giftiger Pilz, den wir hier gefunden haben. Da stand gerade auch irgendwas, das habe ich aber weggeklickt aus Versehen. I found the healing plant. Ah, da ist sie. I have to find Auric before the damned reptilians do. Ja, wie kann ich die denn jetzt benutzen? Ich habe sie jetzt doch nochmal auf Deutsch umgestellt, dann können wir das auch alles lesen hier. Ich hoffe einfach mal, dass mich das nicht weiter behindert. Ich suche jetzt mal die Heilpflanze. Oh, hier können wir auch was craften, schaut mal. Normaler Pfeil. Ein Fels, ein Stock und einmal Federn. Das heißt, uns fehlen Felsen. Könnten wir uns Pfeile craften? Das ist ja cool, das ist gut zu wissen. Aber jetzt würde ich sagen, heilen wir uns erstmal. Tauchtrank, Atemtrank, Heiltrank. Ah ne, hier können wir alles herstellen, ne? Wo sind denn die Sachen, die ich habe? Das sind irgendwie alles craftable Sachen. Das verstehe ich gerade nicht. Heilpflanze. Da Heilblätter, aber wie kann ich die einsetzen? Ein Heilblatt und 2 Kokosnüsse haben wir. Das heißt, ich kann das jetzt einmal herstellen, habe jetzt hier 1 von 30 und jetzt benutzen. Hat es geklappt? Ja, jetzt habe ich wieder volles Leben unten links. Ah, ich verstehe. Ist alles gar nicht so kompliziert. Dann gehen wir mal weiter. In diese Richtung. Ich kann nochmal die Drohne zünden. Dann sehen wir auch alle Sachen. Kokosnüsse sind immer gut. Oh, noch mehr Kompis. Ich habe leider keine... Das ist ein Pfeil. Komm schon. Sehr gut. Ich kämpfe jetzt aber mal so gegen die Kompis, wenn die mich angreifen sollten. Komm her. Am hohen Gras welche? Oder wo sind die? Ich höre noch welche. Da. Haben wir. Also wie man richtig kämpft, weiß ich auch noch nicht. Das sieht alles noch sehr unbeholfen bei mir aus. Aber das lernen wir bestimmt noch, wenn wir dann gegen härterere Feinde kämpfen als diese Kompis. Wir nehmen jetzt erstmal alles mit, was die uns so geben. Fleisch, Knochen... Unsere Drohne ist leer. Oha. Eine Batterie. Kann ich die jetzt wieder auftanken, die Drohne? Moment. Das finden wir jetzt heraus. Da. Benutzen. Ah, jetzt geht sie wieder. Schaut mal. Mit der Batterie konnte ich sie auffüllen. Was habe ich denn da jetzt schon wieder übersehen? Das gibt's ja gar nicht. Oh, Steine. Nice. Ah, die Sachen spawnen nach. Okay. Das sind alles Sachen, die ich schon eingesammelt hatte. Gut zu wissen. Aber jetzt könnte ich mir, glaube ich, Pfeile herstellen. Wenn mich nicht alles täuscht.
Ach nee, Blasrohre sind das hier. Oh, hier gibt es ja richtig viel. Ja, schaut mal, jetzt können wir hier ordentlich Pfeile herstellen. Oh, 18 Stück. Sehr gut. Und ich höre schon wieder Kombis. Ich kann jetzt aber leider mit meinem Bogen nicht schießen, weil ich nicht weiß. Ach doch, hier, ich kann die Pfeile wechseln mit N und B. Ah, ich verstehe. Das heißt, wir könnten jetzt schon... Hä? Okay, das muss ich auch nochmal üben hier. Bisschen höher zielen. Im Bullet Drop die Pfeile. Jetzt habe ich ihn getroffen. Nice. Oh! Kein Problem. Wir haben alles unter Kontrolle. Sprungangriff! Oh, Kimbelt, wirklich. Nice. Ja, wo ist der hin? Oh, der hat sich in seinen Bau zurückgezogen, oder was? Okay, ich dachte gerade, ich komme hier nicht mehr raus. Aber der ist irgendwie gerade da geflüchtet, glaube ich. Ah, schaut mal, oben rechts sehe ich dann auch die Batterieanzeige von meiner Drohne. Da ist jetzt nur noch ein grüner Strich. Das heißt, ich kann die mit einer Batterie dreimal einsetzen. Na, dann sollte ich das lieber mit Bedacht machen und nicht die ganze Zeit völlig kopflos. Weil ich glaube, Batterien zu finden ist vielleicht etwas schwieriger. Wie das hier aussieht. Überall Autos, Schilder und sowas. Also richtig viel Schrott liegt hier rum, der hier gar nicht hingehört. Sehr, sehr seltsam. Du kannst an Wurzeln klettern. Drücke E, um zu klettern. Okay. Das kriegen wir auch hin. Ja, 4 Jahre später. Sieht auch ein bisschen anstrengend aus. Aber wir haben es geschafft. Another trace. Ark went that way. Ah, guck mal. Der Sohnemann hat eine Spur hinterlassen. Sehr gut. Das heißt, wir sind ihm auf jeden Fall auf den Fersen. Noch mehr giftige Pilze. Nehmen wir alle mit. Was wir haben, haben wir. Oh, da ist ein Spino. Oha. Na, der... Spino? He's blocking the way. I have to fight him. I have to be stronger before I can do that. Was? Ich muss gegen den Spino kämpfen, bin aber noch nicht stark genug? Du kannst eine Berserker-Mixtur herstellen. Finde die entsprechenden Zutaten und öffne dann das Inventarmenü mit Hilfe der Taste E. Und jetzt ein Berserker-Trank. Da haben wir ihn. Handwerk. Da fehlt uns was. Giftige Pilze haben wir, Kokosnüsse haben wir. Heilblatt fehlt, ne? Das heißt, wir müssen noch ein Heilblatt von so einer Pflanze finden. Im Zweifel müssen wir halt nochmal zurückgehen, wenn wir das jetzt hier nicht finden. Ich hoffe, der greift uns jetzt nicht schon an. Wenn der Spino verwundet ist, kannst du auf ihn springen und ihn mit einem Stechangriff erledigen. Ich hoffe, das kriegen wir dann hin in der Panik. Da bin ich echt gespannt. Oh, jetzt bin ich hier reingefallen. Ich dachte, ich schaffe den Sprung. Lasst mich herein. 4 Bananen. Noch mehr Kokosnuss. Wir brauchen aber eine Heilpflanze. Das ist, glaube ich, alles, was... Oh, shit. Houston, we got a problem. Junge! Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Au! Ich wollte noch nicht kämpfen! Flucht! Oh Gott, ich habe nur noch 1 HP. Einfach rennen, nicht umdrehen. Hier kommt er hoffentlich nicht hin, erstmal. Weil die Musik hat sich auch beruhigt. Das heißt, ich müsste jetzt echt nochmal zurückgehen und nochmal so eine Heilpflanze holen, oder was? Oder wie soll ich das machen? Aber ich bräuchte jetzt ja sogar schon die Heilpflanze, um mich selber zu healen. Ach, das hat doch keinen Sinn. Wir gehen ja jetzt kämpfen. Machen wir es halt mit Pfeil und Bogen. Gar kein Problem. Er ist halt full life. Der sich schon wieder regeneriert oder habe ich dem gar keinen Schaden gemacht? Ist jetzt die Frage. Aber Treffen muss gelernt sein. Der macht doch alles kaputt, der Spino. Ah, jetzt mache ich ihm Schaden. Oh.
Hier scheine ich aber sicher zu sein. Aber ich komme ja auch gar nicht mehr hoch. Irgendwas habe ich falsch gemacht. So ein Mist. Jetzt hat er schon geschossen. Ich habe gar nicht die Maustaste losgelassen. Er ist zum Glück völlig verwirrt und verbuggt. Wir machen halt keinen Schaden ohne diesen Trank. Und Pfeile sind alle. Let's go. Vielleicht kann er uns so nicht treffen. Ich glaube, wir machen das ganz gut. Oh nein, er hat sich umgedreht, das ist nicht gut. Wir müssen immer hinter ihm bleiben, das ist wichtig. Oh Gott. Jetzt bin ich hier zu tief im Wasser. Oh, es ist chaotisch. Au. Ich mach dem halt null Schaden. Aua, 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 aua. Oh Gott. Ich bin tot. Jo, alles klar, ey. That's it. Junge, ey. Low Checkpoint klappt nicht, oder was? Ist das jetzt kaputt? Okay, das Game macht mich echt ein bisschen fertig noch. Versuch mal, was passiert, wenn ich es jetzt so neu lade. Ich sehe auch meinen Mauszeiger wieder nicht. Ich glaube, ich muss das Spiel mal eben neu starten, Leute. Oder können wir einfach hier... Was kriegen wir hin? Geht nicht. Wir laden. Autosave. Empty Slot. Wie muss ich jetzt von vorne anfangen, weil ich nicht gespeichert habe? Oh, ist das belastend. Ja, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich finde, das Spiel ist noch wirklich verbesserungswürdig. Also es hat einen sehr trashigen Charakter und Charme. Die KI ist ganz komisch. Die Steuerung fühlt sich so lala an. Die Grafik ist ganz hübsch, die Musik ist ganz hübsch. Aber auch viele Menüs und so sind verbuggt. Sind teilweise echt unübersichtlich. Und ihr seht ja, jetzt kann ich nicht mal irgendwie den Checkpoint laden oder sowas. Also hier funktioniert leider noch einiges nicht. Ich hoffe, dieser Ersteindruck von Reptiles in Hand hat euch gut informiert, gefallen. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das Spiel kaufen wollt oder nicht. Ich werde es in der nächsten Folge weiterspielen, aber für heute gebe ich es dann erstmal auf. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.